Also nach den Geschichten waren diese Bienen immer schon sauer. Und es ist nicht der erste Baum, der hier steht, sondern wahrscheinlich der 14. oder 15. Und ganz spektakulär wurde der Baum 1880 ungefähr mal umgeschlagen. Und der Baum wurde komplett zerlegt in Einzelteile. Und angefangen von Tafelservice für Kaiser Wilhelm I. bis hin zu Pfeifenköpfen wurde alles Mögliche drauf geschnitzt. Ich erzähle euch jetzt eine der vielen Sagen des Untersberges. Die handelt vom Walser Birnbaum, wo es eine unterirdische Verbindung zum Untersberg gibt, zum Thronsaal des Kaiser Karls, der im Untersberg sitzt. Und wenn sein Bart 7-mal um den Marmortisch gewachsen ist, dann kommt es hier am Walserfeld zur letzten Schlacht zwischen Gut und Böse. Da sitzt der Kaiser Karl an einem Tisch aus Untersberger Marmor. Und eine wichtige Figur bei den Untersbergsagen sind auch die Raben, weil die fliegen nämlich ums Dreieck und schauen, was draußen los ist und berichten dem Kaiser. Und wenn die Raben nimmer fliegen, ist das Ende der Zeit angebrochen und es gibt die Schlacht am Walserfeld. Tatsächlich hat hier 1801 eine große Schlacht zwischen dem französischen Heer und dem Heer unter Erzherzog Johann stattgefunden, mit mehreren tausend Toten. Die Bedeutung von diesem Baum ist, dass am Ende der gewonnenen Schlacht der Kaiser seinen Schild auf diesem Baum aufhängt.